mit 13 Jahren, das war 1943, da habe ich immer noch auf die Wunderwaffen gehofft. Und wie der Krieg aus war, das war für mich als 15-Jähriger eine Niederlage. Bis ich dann von einem Amerikaner ich glaube, die Zeitung hieß Stars and Stripes, zu lesen bekam. Und da habe ich erstmals von KZs überhaupt gehört. Und dann war ich natürlich froh, dass der Krieg für uns zu Ende war.